Hello people! Willkommen zurück zu Let's Play Super Demo World The Legend Continues. Das ist jetzt mal nicht stehen geblieben. Okay, jetzt, oh Gott, scheiße, jetzt haben wir so ein Doppelscrolling-Zeug. Mein Gott, hier gerät man in Versuchung vorzuspulen, weil... Ja. Ich glaube, hier sollte man lieber hoch, weil sonst wäre das keine gute Idee. Zack. Miau, Bams, Bams. Zack. Nein. Ach, Mann. Ihr seid doch bepämmert. Bonks. 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 Warte, kann man hier ein Leben holen? Leben! Ja. Leben, Leben, Leben! Leben. Scheiße, hä? Warum zählt das jetzt nicht als Leben? Warte, hier kann man bestimmt auf 8000 Dinger kommen. Hm. Och Mann, natürlich, oh Gott. Okay, wenigstens kriegen wir noch Leben durch die Yoshi Coins. Mein Gott, aber jetzt nerven die Viecher schon irgendwie gewaltig. Oh. Sag mal, wann ist denn hier das Ende? Ich will das Ende haben. Mein Gott, ich will das Ende. Nein! Och Mann. Woher soll ich wissen, dass ausgerechnet da Viecher kommen und irgendwo anders? Ausgerechnet da. Woher soll ich das denn ahnen? Verdammt. Och Mann. Ich will den Yoshi haben. Hallo, ich will Yoshi. Dankeschön. Mein Gott, wenn nicht, war wieder einen Meter vom Ziel. Das wäre typisch. Typiquement. Also, das ist so ein Scrolling. Scrolling, zwei verschiedene Wege und dann bist du tot, Spielchen. Also, das hat der da auch schon angewandt. Nur war das diesmal noch, naja, noch kreativ. Aber, naja. Heute wird das ja als schlechtes Level-Design angesehen. Zu Recht, möchte ich meinen. Weil das ist ja nicht schön, wenn man denkt, oh, da bin ich sicher und dann stattdessen verreckt man da. Das ist wirklich nicht schön und sollte auch kein Hacker machen. Wirklich keiner. Und das sollte auch keiner machen. Nämlich unkontrolliert fast forward machen. Warte, wo waren denn diese komischen... Wah, Viecher, die so von überall kamen. Fing das jetzt schon hier an? Warte, ich probiere es. Ich probiere jetzt mal ein paar Leben zu kriegen. Ach man. Nein, Bams. Warte. Nein. Warte, wir kriegen ein Leben zusammen. Ja, nicht nur ein, zwei, sondern drei. Vier. Nein, nicht vier, sondern nur drei Leben. Aber immerhin. Das ist doch schon mal so eine gewisse Leistung. Warte, vielleicht kann man auch sowas zustande kriegen. Ja, bestimmt, wenn die Viecher mal ein bisschen besser kommen würden. In etwas schöneren Abständen. Warte, jetzt haben wir eine nette Viecherreihe. Mit der könnten wir was reißen, lebentechnisch. Haben wir aber nicht geschafft. Ja. Das war ein schöner Fail, oder? Genau an derselben Stelle wie eben. Warte. Aus Level macht Spaß, weil da kann man schön rumhüpfen. Man kann auch gucken, ob man da von diesen Viechern Leben kriegt. Das kann man auch in anderen Ex machen. Mäßig, wenn man eine Feder hat, sind diese Dinger wunderbar geeignet. Und das Problem ist... So. Nein, 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 nein. Du tötest mich nicht. Diesmal kriegst du mich nicht kaputt, du Pömpel. Du Pömpelinus.
Okay, wann fangen denn die Viecher an, regelmäßig zu kommen? Ich glaube, das war hier. Okay, hier kommen die erstmal nur aus einer Richtung. Oh, hier aber, hier kann man Leben holen. Ja, kann man in der Tat. So, hier kommt die schöne Viecherreihe. Miau, miau. Miau. Gott. Nein, nein, nein. One-up, one-up. One-up. Nein, 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 nein. Noch ein One-up. Wir bomben uns mit zig Milliarden One-ups voll. Warte, 45 Leben. Wir kriegen noch mehr raus. 45. 47. Ah, nein. Fuck. Das war schlecht. Mecht, mecht. So. Hier kommt die obligatorische Front, mit der man Leben holen kann. Okay. Was ich ein bisschen doof finde, ist, dass das wie ich selber nicht mehr als Lebensdingensbums zählt. So. Wir haben es hier geschafft, jede Menge Leben zu farmen. Hier gibt es nochmal ein Secret Exit. Und bitte lass das auch ein einfaches sein, das jeder findet und kein so blödes schweres. Und das war schon mal ein Oberfail. Dieser Sky in diesem Bereich ist etwas komisch. Nehme zur Kenntnis, dass du nicht verloren gehst oder im Kreis laufen könntest. Also das deutet doch schon mal auf ein Labyrinth hin. Und das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Ich glaube, Labyrinthe in Videospielen mag keiner so richtig. Sie sind zwar kreativ, aber trotzdem. Keiner mag es, wenn er da so lange rumdümpeln muss und die Lösung nicht findet. So, warte. Jetzt holen wir uns Pilzi. Und Yoshi und so weiter und diese volle Ausrüstung, die wir hier kriegen. Und die Shell will ich nicht, also verpiss dich, Shell. Dankeschön. So, jetzt pömpeln wir mal wieder zum Level zurück. Oh Gott. Miau. Ja, interessant, man kann da von oben durch, von unten aber nicht. Toll. Warte. Oh Gott. Dieser Lakitu ist mir ein Dorn im Auge, deshalb muss er gleich mal sterben. Ja, das war mir klar. Da oben ist also irgendwas. Und hier gibt es noch ein... Ach, verdammt, ich dachte, der fliegt da hoch und nicht... Macht da nicht so einen Scheiß. So, rein mit dir. So, ich frage mich, wo sind wir jetzt? Auch hier könnte unten irgendwas sein. Dass man sich in so eine Schlucht wieder reinfallen lassen muss, aber... Okay. So, das Ding können wir schon mal benutzen. Warte. Ich habe so eine Idee, wo etwas Secret Exit-artiges sein würde. Also, dass man wieder einfach so über das Ziel hinausfliegen muss. Könnte natürlich sein. Bams. Das Viech hätten wir schon mal zerstört. Ich möchte jetzt mal experimentieren, was hier denn so Hübsches ist. Verdammt. Stampf, Stampf, Stampf. Oh Gott. Ah, hier ist das Keyhole. Jetzt braucht man nur noch den Key. Key. Nein. Nein. Not dying, Mario. Please, not dying. Please. Okay, meine Idee. Man muss den P-Switch da drücken, dann kommt da ein Linksbums hin. Also ihr wisst schon, was ich meine. Irgendwelches Zeugs. Nein, ach.
Mario hat jetzt seine Federkunststückchen beendet, dann können wir auch mal regulär weiterspielen. Würde ich annehmen. Oh. Zack. Okay. Also, hier haben wir also Sonnenuntergangsstimmung-Zeugs. Okay. Was haben wir hier? Auch ein P-Switch. Also, so langsam wäre ich hier irgendwie misstrauisch. So langsam. Ach, Mann. Ich werde jetzt mal versuchen, einen P-Switch zu klonen. Verdammt! Ach, Mann. Ich hoffe, dass wir noch zu dieser Stelle kommen. Ja, nein! Och, Mario, warum gehst du direkt in diese verdammte Lücke? In diese verdammte Lücke. So, was ich noch gucken will, ich will gucken, was hier ist. Okay, diese Röhre führt nur zurück, oder wie? Dann war diese Bedeutung auch schon mal geklärt, verdammt. Mein Gott, warum will der erstens den P-Switch nicht klonen? Und warum muss der zweitens denn in diese Scheißlücke reinfallen? Okay. Ich frage mich jetzt wirklich, wo dieser verdammte Schlüssel ist. Dieser verdammte Mist-Key. Ah. Aber das Level ist raffiniert gemacht. Muss man an der Stelle trotzdem mal so sagen. Jetzt sind wir wieder hier in diesem Raum und... Ich gucke jetzt mal hier oben, weil das wäre auch irgendwie unkreativ, wenn man wieder in diesen selben Raum rein müsste. Nee. Hier gab es ja die Feder. Was passiert, wenn ich jetzt hier reingehe? Ah, ha, 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 ha. Da kommt man hier hin. Und allmählich habe, glaube ich, das System zu kapieren. Ich glaube. Und irgendwo müsste hier irgendwie der Schlüssel sein. Und woanders ist der Normal Exit. Warte, ich werde jetzt hier einfach mal hier reingehen und gucken, wo man dann hinkommt. Ich vermute, dass der Normal Exit da ist, wo diese letzte Röhre ist. Weil das ist der einzige Weg, wo wir eigentlich noch nicht lang gegangen sind. Aber ich werde jetzt mal gucken, was ist hier. Da komme ich nur zurück. Das bedeutet, es ist der falsche Weg. Okay, okay. Okay, hier komme ich wieder hierhin zurück. Aber wozu braucht man hier den P-Switch? Wenn meine Vermutung richtig ist, dann möchte ich den erstmal hier drücken. Aha. Hier kann man also auch hoch. Aber nützt das irgendwem irgendwas? Okay, wenn ich jetzt nochmal hier reingehe, dann komme ich wahrscheinlich auch zurück. Ja, genau, natürlich komme ich dann zurück. Ich weiß ja nicht, was ich hier von diesem System halten soll. Okay, einzige Möglichkeit, die bleibt da ganz ans Ende zu gehen. Autsch. Aber das Level ist raffiniert gemacht. Ich kann es nur mal wieder sagen. Lob an den Hackersteller. Nein? Don't die, Mario. Please don't die. Och, Mann! Fick dich! Du blöder Scheißklempner! Der blöde Scheißklempner springt nicht. So, also. Ich glaube, ich habe jetzt allmählich dieses Level kapiert. Also das System hier hinter. Erstmal möchte ich dieses Viech umbringen, weil das stört mich halt. Und deshalb muss es sterben. Och Mann. Mein Gott, warum muss der immer noch sein Federgebälk da ausbelgen? Mein Gott.
It's very nervy. So, ich möchte jetzt aber auch gucken, was hier ist. Ja, toll. Und was habe ich jetzt davon, dass ich dieses Level nochmal genau erkunden möchte? Okay, ich glaube, dann komme ich nur an den Anfang zurück. Nee, dann komme ich auf eine ganz andere Route. Also, das ist der Normal Exit. Ganz simpel und stupide. Das, was ich da so die ganze Zeit erprobt habe, ist also nur dieses Secret Exit Geplänker. Ich verstehe. Mit einem gefundenen Schlüsselloch. Das bedeutet, ich habe das Level kapiert, glaube ich zumindest. Aber kreativ gelöst. Immer wieder Daumen hoch. Nein, dafür, dass es einer der ersten Hacks war. Wow. So, wo muss man hier denn nochmal rein? Also, man musste durch diese blöde Röhre, ich verstehe. I remember this pipe. Ach, so, spucken wir das Ding mal aus, bevor der meint, das runterschlucken zu müssen. Man weiß ja nie, wann Yoshi auf diese Idee kommt. Mal ausspucken und drück das Teil, du. Okay. Und ja, eine Route, die ich noch nicht gegangen bin, ist diese hier. Deshalb würde ich diese auch nochmal gerne erproben, weil vielleicht ist da ja irgendwas Besonderes. Nee, es führt nur zurück. Dann hätten wir das ja geklärt, dass da nichts ist. Damit hätten wir bewiesen, dass es nur einen richtigen Pfad in diese Richtung gibt. Mein Gott, das nervt, dass dieser Sack einfach nicht springen möchte. Einfach will er das nicht. Einfach so, einfach so, einfach so. Och, Mann. Diese Bomben, die nerven auch einen. Ganz gewaltig. Okay, beim ersten Mal muss man hier rein. Och, verpiss dich, Cooper. Dankeschön. Aua, aua. Oh Gott. Feder. Okay, und ich glaube... Hier gibt es nur noch eine Möglichkeit, wo etwas sein könnte, nämlich hier. Ach. Rutsch. Ach man, du bist doch so doof, Mario. Dass du immer... Ja, ich wusste es. Da ist dieser Schlüssel. Und jetzt muss man wieder in den ersten Sektor zurück. Und... Ja. Das Schlüssel ins Loch, den Schlüssel ins Loch stecken. Ach man. Ich habe Angst, dass ich da jetzt nicht mehr hochkomme. Doch, ich habe den Peaswitch da noch ruhen lassen, Gott sei Dank. Och, verpisst euch, Koopas. Verpiss dich, Bombe. Na. Okay, das Doofe ist, ich muss jetzt irgendwie ganz nach hinten kommen. Mit diesem Schlüssel, Bams.
So, aber hier gibt's ja noch ein Dingsbums. Autsch. Ja, das war auch mal wieder so eine überflüssige Aktion. Und hier frage ich mich, warum der eigentlich da den nicht getötet hat. So, jetzt bin ich wieder im Erstraum. Das heißt, jetzt müssen wir irgendwie ganz nach hinten kommen. Und dazu brauchen wir jetzt die Feder. Nein! Miau, Hilfe. Und? Hoch fliegen! Hoch! Ah, rein mit dir. Okay, Leute, diesen Switch Palace machen wir dann im nächsten Part. Bis dann, tschüss!